Wir sind gegen 23.55 Uhr alarmiert worden, weil im Bereich einer Schule eine Rauchentwicklung festgestellt wurde. Als die ersten Einsatzkräfte dann am Einsatzort eingetroffen sind, haben sie festgestellt, dass sich das Feuer im Bereich der Kindertagesstätte hier im Rahlstädter Weg in Hamburg-Farms in Berne befindet. Daraufhin wurde umgehend die Alarmstufe erhöht und dadurch weitere Kräfte der Feuerwehr Hamburg nachgefordert. Die weitere Erkundung gab, dass es ein Pavillongebäude der Kindertagesstätte mit einer Grundfläche von 23 Metern zweigeschossig in Holzbauweise im Bereich des Dachgeschosses brannten. Wir haben sofort zwei Einsatzabschnitte gebildet und insgesamt 5 C-Rohre, teilweise im Innenangriff, teilweise über einen Drehleiter vorgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir immer noch dabei, das Feuer genau zu lokalisieren, um es im Anschluss bekämpfen zu können. Im Gebäude befinden sich zurzeit keine Einsatzkräfte, da die Einschussgefahr momentan zu hoch ist. Wir sind ja aktuell mit 40 Einsatzkräften im Einsatz und sind, wie gesagt, gerade damit beschäftigt, das Dach aufzunehmen, um an das Feuer ranzukommen.